Ja, die Bettenfalle. Ja, durch das ständige Essen und Kauen merkt er jetzt, wie nervös ich eigentlich bin, wenn ich hier so spiele und dann Dachte, die ganze Zeit da so viele Monster kommen. war ich Oh. das etwa? Könnte nützlich sein. So ganz ohne zieht das ja nicht an mir vorbei. Daumen. So. Hey, tut mir leid, wirklich. Ausdauer und Rüstung. Was war das gerade? Göttliche Heilung? Daumen. Hey, tut mir leid, wirklich. Erst müssen wir wohl etwas. Das erkenne ich nicht. Könnte nützlich sein. Jetzt muss sie sich erstmal ein bisschen heilen. Bei dem könnten wir eigentlich auch heilen reinmachen. Wann darf ich da? Bringt zwar nicht so viel wie bei ihr. Aber wenigstens noch ein bisschen. Da spüre fast. Hey, tut mir Könnte leid, nützlich sein. wirklich. War ich das etwa? Kein Platz mehr. Könnte nützlich sein. So. Hey, tut mir leid, wirklich. Glaub, dass wir hier jetzt nur eins. Nee, okay, wir haben alle. Irgendwo müssen die noch ihre Tierfabrik haben. Ich spüre fast gar nichts. Moment, da muss ich wieder die Bewahrung einschalten. Eine hält auch nicht mehr so lange, bevor das wieder ausgeht. Das ist mir so nervtötend, wenn das ausgeht. So. Ihr seid doch da hinter der Türe eingesperrt. Ihr könnt mir doch gar nichts anhaben. Kann euch natürlich rauslassen. Keiner weg. So. Da spüre fast gar. Hey, tut mir leid, wirklich. Tja, der kann so oft sagen, es tut ihm leid. Es ist halt ein schlechter Fallenentschärfer. So, das brüllt ja schon danach, dass da irgendwas ist. Gab es da irgendwie so ein Zauber, was allen Viechern Schaden macht, die im gleichen Raum sind? Ach so, euch drei hier. Endlich. So, weg mit euch. Und jetzt scheinen wir auch die ganze Bude ausgeräuchert zu haben. Hey, könnte tut nützlich mir sein. Leid. Da passt nichts mehr rein. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Könnte nützlich sein. Keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Komm. Die Statue nimmt irgendwer anders und dann passt das Ding könnte da noch rein. Sein. Stein zu Fleisch. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. So. Und ich passt auch nicht mehr rein. Loswerden. Kein Platz. Ich habe keinen Platz. Kein Platz. Kein Platz. Platz mehr. Kein Platz mehr. Verzeihung.
kein Platz mehr. 300, 200. Hey, er hat die das Ding entschärft. Oder sie geht gleich erst los. Hm. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Das gibt's ja auch manchmal. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Hm. Erst müssen wir wohl etwas los. Das erkenne ich nicht. Hm. 600 ist die wert. Das erkenne ich nicht. Die ist nur 150 wert. So. Jetzt haben wir eh die ganze Bude ausgeräuchert. Ich höre noch irgendwas. Irgendwo. Jetzt sind wir schon nach 6 Uhr. Ich werde uns jetzt aber trotzdem mal wieder einen Punkt setzen hier. Und dann werden wir einfach den Kram gerade mal verkaufen gehen. So. Indem wir Stadtportal nach Hamdel machen. Und da haben die Läden natürlich auch wieder zu um die Uhrzeit, ne? Die machen bald auf. Ja, sehr bald. Warten wir einfach bis Sonnenaufgang und dann... Die machen bald auf. Können wir hier unseren Kram loswerden. Das erkenne ich nicht. So. Da wir eh genug Geld haben, brauche ich die jetzt nicht zu verzaubern. Ich könnte es ja jetzt endlich. Sondern ich verkaufe die Sachen einfach. Guten Tag. Das Geld, was sie dafür kriegen, das reicht locker aus. So, ich glaube, die Ritterstiefel sind sogar noch besser als die Stiefel. Paladin, Ritter. Ach ne, die sind aber gut halt zumindest. Kein Platz mehr. So. Ja, alles, was Rüstung betrifft, mal zu ihr. Für den Kram mal verkaufen. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. So. Guten Tag. Und draußen schmeißen sie noch Knaller. Danke. Die sie an Silvester wahrscheinlich irgendwo in der Ecke vergessen haben. So. Das verstehe ich nicht. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. So. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Guten Tag. Danke. Bis dann. Genug Geld kann ja nie schaden. Vielleicht gibt es ja auch wieder irgend so einen Brunnen, wo man Geld gegen Erfahrungspunkte eintauschen kann oder so witzige Sachen. Ich würde mir ja gerne erzählen, wenn es das gibt. Ich hätte, glaube ich, sogar Lust, mein Magic nochmal durchzuspielen, weil das unglaublich viel Spaß macht. Guten Tag. Dann natürlich würde ich versuchen, ein bisschen schneller zu sein. Weil ansonsten... Danke, bis dann. Guten Tag. Ja. Darf ich helfen? Durchkommen tue ich ja. Durchgespielt habe ich es auch schon mal. Im Gegensatz zu meinen Magic 6 habe ich das. Ne, meinen Magic 6 habe ich ja auch Willkommen. Mal durchgespielt. Tretet aber ein. Vielleicht nur ein einziges Mal. Ich glaube, das hier habe ich mehrmals durchgespielt. Die nimmt nur Reagenzien. So. Erst müssen wir wohl etwas loswerden. Guten Tag. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Guten
Was denn, grölen sie wieder rum? Ups. Brüllrennen. Ich hatte mir das beim Bon Prix bestellt, das ist jetzt auch angekommen. Und das passt mir ausnahmsweise mal alles. Ich habe extra mich nochmal ausgemessen mit meinem Freund zusammen. Weil ich sonst immer dazu tendiere, mir Klamotten zu kaufen, die mir nicht passen. Ich muss sagen, zwei von der Oberteilen sind etwas groß. Aber es geht gerade noch so. Und wir sollen hier irgendwie... Ich glaube, das bei vielen Frauen so, dass die obenrum eine Größe kleiner haben als untenrum. Also, keine Ahnung. Weil ich habe ja einen sehr großen Busen, deswegen habe ich immer Probleme mit Klamotten. Aber wenn die dehnbar sind, dann kann ich da auch, weiß ich nicht, M oder teilweise S anziehen. Also, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich wesentlich engere Sachen anziehen, als ich eigentlich anziehen sollte. Anziehen sollte, könnte nach deren Messungen, was da so reinpasst von Brustumfang und so. Aber es ist halt das Schöne, weil die immer so schön dehnbar sind, geht das dann doch. So. Und da können wir schon mal anfangen, die Zaubersprüche zu wirken, damit wir dann gleich, wenn wir wieder zurück im Dungeon sind, wieder voll aufgerüstet sind hier. Funktioniert eigentlich denn Eile nicht? Ich kann es jetzt gleich mal versuchen. Wenn man erschöpft ist. Viele. So. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Jo, Eile funktioniert nicht. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Vorsicht. So. Und jetzt zeige ich euch das erstmal, wie das aussieht, wenn man es zurücknimmt. Zurückrufen geht nämlich so und schon sind wir wieder im Tempel drin. Und zwar ganz neu. Ach, Regeneration habe ich jetzt noch vergessen. Also außer Regeneration haben wir sogar. So, speichern. Das hört sich richtig gruselig an. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Hier gab es ja noch einen Weg. Wahrscheinlich ist das dann der richtige Weg dafür. Jetzt sind wir hier oben. Da oben. Unheimlich. Sind es diese B-Mods oder was?
Ich dachte, ich schaff's mal, ohne in die Lösung zu gucken, aber keine Ahnung, wo dieser Gang ist. Wir sind in Pit. Pit, wo ist Pit? Da ist Pit. Reading Zone, die haben wir geschafft. Tempel der Dunkelheit. Hoppala. Okay. Okay, ja, ich hätte mir schon ein bisschen gedacht, der Brunnen ist gar kein echter Brunnen. Sondern es ist ein Pseudobrunnen. Das heißt, da kann man reinspringen. Und dann ekligen Viechern begegnen. Hm? Hi. Die macht doch bestimmt nicht diese komischen Stöhngeräusche, oder? Das würde mich auch ein bisschen wundern. Kommt die Parade da jetzt raus, oder? Naja. Runter. Du. Wer wohnt hier? Die Wohnkammern hier oder was? So. Wer hockt dahinter? Die machen die Geräusche. Lasst uns okay. Noch sowas töten. Na dann. Habe ich das Altarstück jetzt eigentlich schon? Ach so. Nö, das lag noch vor meiner Nase, aber hab das nicht gesehen. So. Da lag das. Angeblich. Ich würde sagen, so. Ganz offen lagst du doch nicht. Da ist es. Weiß ich nicht. Ja, es ist so ein Schrottschwert hier. Luschen Schrottschwert. So. Und raus aus dem Teil hier. Ich muss sagen, es ist schön, wenn man so gut trainiert ist. Was dann auf einmal alles machen kann. So, jetzt stehen wir hier beim Heiler und können uns schön heilen. Bis bald. Und macht das unseren Ruf schlechter? Wer weiß, wer weiß. So. Gehen wir hier mal raus. Hier wohnte ja eh keiner, oder? So war das doch. War irgendwie auch eine Sackgasse? Ja, hier wohnte keiner. Also es ist irgendwie so eine mehr oder minder Sackgasse. Darum werden wir gleich wieder munter durch die Gegend teleportiert. Jetzt mal wo? Ganz woanders. Oh Mann, naja, gut.
Es sieht nicht angenehm aus. Herrscher der Toten, Drachenhauch, yay. Lächerlich. Nur da hinten scheint eine von diesen ganz fiesen Viechern zu sein. Gucken wir, dass wir die dann gleich umnieten. Die ganz rechte ist es. Diese hier. Soll mich das jetzt bauen? Au! Au! Komm, fall um. Du blöde Kuh. Ah, Kratzer. Ich gebe mein Bestes. Ja, ja. Sollte mir die gleich einmal fett mit Säure putzeln. Hier gibt es auch so was schönes Prismenfeuer oder so. So ist, dann sollten wir da vielleicht mehrere Leute ins Blickfeld nehmen, wenn die so viel Schaden macht. Dau. So, aber dann haben wir noch die Olle hier im Hals. Ich spüre fast gar einen Kratzer. Wir haben hier irgendwie so Kraftheilung. Kann ich endlich mal umfallen? Hab ich dich! Ha. Jetzt ist sie umgefallen. Kann man sich dahinter verstecken? Sonst werden wir da nicht ganz angegriffen. Oh, oh. Hier kann man sich nicht verstecken. Hier kriegt man nur auf die Nuss. Schlagen wir ein paar Haken. So, jetzt haben wir jedenfalls die Schlimmste umgelegt. Das ist kaputt. Ich habe es repariert. So. Ach, kommst du freiwillig zu mir? Das finde ich ja schön. Komm her.